Was geht ab und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir. Ja, nachdem ich es endlich nach 4 Monaten, glaube ich, zum Friseur geschafft habe, habe ich es auch wieder geschafft, für euch an diesem Morgen ein neues Video zu drehen. Ja, und hier bin ich gerade dabei. Freunde, wir haben wieder richtig gute Neuigkeiten. Nachdem wir das große Update gestern bekommen haben, das 15.2.0, wenn ich mich nicht täusche, haben wir auch wieder sehr, sehr wilde Sachen in den Gamefiles bekommen. Und die möchte ich euch in diesem Video jetzt einmal präsentieren. Denn es handelt sich um Marvel Skins, die wirklich, wirklich sehr interessant sein könnten für den einen oder anderen von euch, denn ich bin mir ziemlich sicher, es gibt sehr, sehr viele Marvel Fans unter euch und für die ist das hier sehr interessant. Wir fangen direkt an. Und zwar wurden 3 Marvel Skins in den Gamefiles in Fortnite gefunden. Und das ist tatsächlich etwas sehr Cooles, denn da sind sehr nice Skins dabei. Skins, die vielleicht sogar letzte Season schon kommen könnten. Denn ja, es handelt sich dabei auch um den Black Panther Skin. Ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar bekommen wir einmal ein Black Panther Skin. Bevor ich euch den aber einblende, Freunde, wenn ihr mich supporten wollt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen neuen Creator Code METAL-00001 im Gegenstandshop eingeben würdet. Ja, ich weiß, der ist ein bisschen kompliziert und ein bisschen lang. Ich kann ihn aber erst ab Januar ändern, leider. Bis dahin würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr ihn eintragen würdet im Gegenstandshop. Selbst wenn ihr nichts kauft, ist egal. Einfach nur eintragen und mich unterstützen oder mir zeigen, dass ihr mich unterstützen möchtet. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber wir kommen direkt zu den eigentlichen Skins. Ihr habt es ja schon mitbekommen, wir bekommen weitere Marvel Skins. Und wir fangen auch schon direkt mit dem ersten an, und zwar mit dem Black Panther Skin. Der Black Panther Skin sieht sehr, sehr wild aus, so mit Goldketten und alles. Der sieht einfach aus wie der reale Black Panther. Ihr habt den Film wahrscheinlich gesehen und ihr habt auch mitbekommen, die traurige Nachricht, dass der Hauptdarsteller von Black Panther letztes Jahr, oder ich glaube vor einigen Monaten verstorben ist. Ich bin mir nicht mehr bei der Zeit sicher, seit dem Lockdown und so weiter. Ja, das mit der Zeit habe ich nicht mehr so im Gefühl. Aber er ist auf jeden Fall dieses Jahr von uns gegangen, was sehr traurig ist. Hatte Krebs und hat den Krebs 2-mal besiegt und beim 3. Mal hatte er es nicht mehr geschafft. Trotzdem, rest in peace auf jeden Fall. Den Black Panther Skin bekommen wir auf jeden Fall bald als Bundle in Fortnite. Dazu haben wir dann nochmal den Captain Marvel Skin, also die weibliche Variante vom Captain America Skin. Und der sieht auch wirklich sehr, sehr wild aus. Sehr nice. Gefällt mir auch sehr gut. Und der könnte es auch wirklich in meinen Spind passen, muss ich sagen. Also das ist einer der wenigen, der es in meinen Spind passen könnte oder schaffen könnte. Denn der sieht wirklich wild aus. Und dann kommen wir auch schon direkt zum 3. und zwar dem Taskmaster. Der Taskmaster sieht auch sehr wild aus, aber ist ein bisschen too much für mich. Ich mag so eher diese entspannteren Skins, schlichteren Skins, aber der Taskmaster ist wirklich so ein Klotz. Und wenn der jetzt vor mir stehen würde, würde ich vielleicht ein bisschen Welle schieben, aber nicht zu viel, denn ich habe Angst. Der sieht sehr, sehr mächtig und stark aus. Eure Meinung gerne in die Kommentare, schreibt es mir gerne unten rein. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr euch einen von denen gönnen oder nicht? Interessiert mich auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, nicht vergessen, meinen Creator-Code ist auch unten hier nochmal verlinkt oder in der Videobeschreibung. METAL-00001. Ja, 4-mal die 0 und dann die 1 hinten dran. Vielen Dank an jeden einzelnen Supporter, weiß ich sehr zu schätzen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend nochmal, denn da erzähle ich euch, was wir für neue Herausforderungen wir bekommen haben. Bis dahin, bleibt gesund. Haut rein und ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.